Mein Name ist Jens Neumann, ich bin im Vorstand des Schützenvereins 1898 und wir stellen euch verschiedene Waffen vor für das Sniper-Schieß-Event, das wir anbieten werden. Repetierbüchse, Mauser, Karabiner 98K, Kaliber 8x57 IS. Zur Handhabung. Als erstes Sicherheitsüberprüfung. Verschluss öffnen, nach hinten bringen, Blick ins Patronenlager, Patronenlager frei, nach vorne bringen und wieder schließen. Zum Zerlegen, Zerlegevorrichtung in die obere Position bringen, Verschluss öffnen, Verschluss vollständig entfernen, Waffe seitlich ablegen. Dann entfernt man den Schlossboden. Und zerlegt den Rest des Verschlusses. Karabiner 98 zerlegt. Zusammensetzen, umgekehrte Reihenfolge. Heckler & Koch HK243, auch eher bekannt als G36. Kaliber 223 Remington. Und zum Zerlegen irgendwie ist es halt auch super einfach. Als erstes wieder die Sicherheitskontrolle, Verschluss, Patronenlager kontrollieren, entspannen, ne? Dann die Bolzen aus den Seiten entnehmen und einschieben in die Schulterstütze. Griffstück entnehmen, Magazinschacht entnehmen, Schulterstütze beiseite schwenken. Riegel eindrücken, Verschlusselement entfernen und dann ist das G36 zerlegt. Und man kann hier noch tatsächlich dann irgendwie, hast du ein Streichholz zufällig? Oder wir bräuchten einen Bolzen. Normalerweise macht man das mit der Gasentnahme. Mit der Gasentnahme brauchen wir aber jetzt heute nicht arbeiten, das geht zu sehr ins Detail. Und dann ist es vollständig zerlegt. Die sichere Handhabung, Bedienung und auch das Schießen mit verschiedenen Handwaffen sind der Schwerpunkt des Schießerlebnistages von Sniper Ice.